So, Leute, wir sind jetzt, denke ich mal, live. So, Räuspern, damit die Stimme einigermaßen sind. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Stream zu Forza Motorsport. Wir machen heute ein Ausdauerrennen der Klasse B. 20 Runden, Tokio, Sioukhoit. Und ja, ich bin mal gespannt, ob unser Wagen das Ding überhaupt schafft. Müsste eigentlich. Also mein Drive-Avatar hat sich total behindert gestellt. Also das lief nicht gut. Warum auch immer. Tja. Na, auf jeden Fall 20 Runden dürfen wir jetzt hier fahren. Ich denke mal so eine gute halbe Stunde. Ja, wahrscheinlich länger. Sind wir auf jeden Fall dabei. Also lehnt euch schon mal zurück. Ja, ein bisschen länger. Endlich mal einen Freitag, den ich zocken kann, ey. Mann, Mann, Mann. Normalerweise hätte ich hier wieder so eine Art Spätschicht, dass ich erst, keine Ahnung, gegen Mitternacht, wenn ich Glück hätte, streamen könnte. Ja, aber hat sich als alles ein bisschen zum Positiven verändert. Alter, die haben es ja auch richtig verkackt. Schade, dass ich das nicht so nutzen konnte, weil ich es selber verkackt habe. Ja. Ja, es wird länger als eine halbe Stunde dauern. Ich glaube, fast 2 Minuten brauchen wir für eine Runde. Ja, und wir sind nicht so schnell. Deswegen sowieso erstmal gespannt, ob wir was mit den Wagen anfangen können, die wir hier durch die Ausdauerrennen bekommen. Und natürlich auch erstmal EP sammeln, damit wir Level aufsteigen können. Deswegen, da werden wir dann vielleicht auch einfach mal, wenn aktuell wieder nichts geht, werden wir dann auch notfalls erstmal grinden. Wobei ich dann wahrscheinlich erstmal gucken werde, dass ich mir gewisse Autos für Cups kaufe. Ja. Muss ich mal in sauren Apfel beißen und besorgen. Ja, ansonsten. Freue ich mich natürlich aufs Wochenende. Ja, dass ich dann endlich mal habe. Und will ich auch ganz gerne nutzen. Also wir werden jetzt hier Forza ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, ein, zwei Sachen werden wir heute machen. Das ist eine gute Stunde, anderthalb Zocke. Und dann werden wir was anderes zocken. Dann so eine gewisse Abwechslung und ja, so eine Abwechslung halt habe, weil ja, ich weiß nicht. Also Forza kann ich wirklich sehr gut zum Einschlafen benutzen. So, wenn ich irgendeinen Tag müde bin, kann ich Forza spielen und ich werde automatisch schläfrig. Ja gut, das Problem ist nur, ich kann halt die Cups nicht so offscreen machen. Ja. Weil ich das ja schon ganz gerne zeigen will. Ich meine, das habe ich bei Underground 1 habe ich das gemacht. In der GameCube-Version. Da war es mir aber auch einfach zu dämlich. Weil ich saß ja dann gegen Ende einfach an Rennen, ey. Ganz ehrlich. Stunde, da noch mal eine halbe Stunde, nur an einem Rennen wohlgemerkt, ey, boah. Mich haben ja schon einige Zuschauer gefragt, jo, willst du das noch mal zocken, so, ne? Vielleicht noch auf Schwierigkeitsgrad hart oder so weiter. Ich so, geht weg mit dem Spiel. Geht weg.
Ich spiele das nicht mehr. Ich fasse das Ding nie wieder an. Ey, allein das Spiel hat mich fast 4 Controller gekostet. 4 Controller. Und das tat mir leid für die GameCube-Controller, so ganz ehrlich. Nee, Mann, definitiv nicht. Also auf jeden Fall nicht. Leute, definitiv nicht. Ich pack das Game nicht mehr an. Auf jeden Fall nicht. Ich bin froh, dass es durch ist. Ich freue mich natürlich, beziehungsweise bin gespannt, wie ich Carbon zocken werde. Dann müssen wir halt, wie gesagt, erstmal warten, bis wir bei der PlayStation 2-Ära sind. In GameCube, wenn wir bei den GameCube-Spielen angekommen sind, werden wir ein Need for Speed Game sehen. Weil ich das halt nur für die GameCube habe und nicht für die PS2. Genau, da können wir uns schon mal drauf freuen. Das ist nämlich auch ein Rage-Spiel. Also kann zu Rage führen. Genau, das müssen wir noch durchspielen. Möchte ich gerne durchspielen auch. Ja. Also wie gesagt, bei der Xbox haben wir jetzt noch... Ja, wenn ich gleich eine Geraden habe, kann ich mir die Spiele nochmal angucken. Aber ich meine, es sind drei Rennspiele, sehe ich jetzt gerade. Drei Rennspiele sind es noch, die wir spielen. Also die ich dafür habe. Das eine habe ich halt, wie gesagt, kurz angespielt. Das sah interessant aus. Kann aber auch sein, dass es einfach der Teil für den Arsch ist. Ja, ist der erste Teil. Eigentlich sind die ersten Teile immer ganz gut, aber haben immer noch so diesen gewissen Fehler. Na, auf der Geraden sind die schneller als ich. Nur im Kurvenverhalten haben die auch Arschkarte. Kann ich ihnen noch nicht mal verübeln. So, dann haben wir ein Fun Game auf jeden Fall. Ja, so Action Slayer Ninja Gaiden mäßig. Also, hab ja schon Ninja Gaiden mal kurz angefangen. Das möchte ich eigentlich ganz gerne durchspielen. Also, wäre schon nicht schlecht. Das hätte nicht passieren sollen. Aber schön, dass der Sound einfach weg ist. Genau, was haben wir dann noch? Ein Shooter haben wir. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ne, zwei Shooter. Bei dem einen weiß ich noch nicht, ob wir den noch sp zuerst spielen oder erst auf die beiden Teile von der GameCube, dass wir die erst spielen. Ich meine, das wäre sinnvoller. Müsste ich aber nochmal gucken, von welcher Reihenfolge die sind, sondern wenn der jetzt nach dem einen Teil spielt, den ich für die GameCube habe, dann muss ich natürlich den erst, muss ich erst die für die GameCube spielen. Das wird an sich nicht lange dauern. Nur der zweite Teil ist für den Arsch. Da ist einfach die letzte Mission einfach der absolute Abfuck. Entschuldige für den Ausdruck, aber definitiv. Ich saß so hart dran. So hart lange an diesem Part. An die letzte Mission. Das ist genauso wie Medal of Honor Vanguard. Das Spiel ist cool. Die Steuerung ist natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, so, ne? Aber das Spiel macht Spaß.
Aber die letzte Mission fuckt einfach komplett ab. So, erst machst du den schlimmsten Irrgarten mit Snipern und sonstigen Kram. Und am Ende musst du dann noch gegen Panzer antreten, die dich sofort wegpfeffern könnten. Und dann gibt es keine Checkpoints, sondern darfst das gesamte Scheiß-Level nochmal machen. Und bis du zu den Panzern am Ende kommst, bist du locker deine 20, 30 Minuten unterwegs. So lang geht das Level. Einfach absoluter Abfuck. Und ich war so froh, dass ich dieses Game durch hatte. Ich meine, Vanguard wäre sogar verboten. Oder nee, nicht beschlagnahmt, aber indiziert. Ich habe keine Ahnung, wieso. Genauso wie die Heroes-Reihe. Heroes 2 für die Wii. Das Ding ist indiziert. Ich weiß nicht, wieso. Also ich habe Medal of Honor Heroes 1 und Heroes 2 für die PSP. Und dann gibt es halt Heroes auch für die Wii. Keine Ahnung wieso. Ich weiß auch nicht, wieso es indiziert ist. Oder ob es mittlerweile wieder runter ist. Ich weiß es nicht. Weil an sich passiert da einfach nichts Schlimmes. So könnte eventuell Nazi-Symbol sein. So. Ja. Müsste ich mal gucken auf Schnittberichte oder so weiter. Da steht sind eigentlich immer sehr zuverlässig, wenn es darum geht, wieso ein Spiel indiziert wurde oder geschnitten. Ja. Boah. Ja, die Kurve habe ich scheiße genommen einfach. Ah, Mann, ey. Ja gut, wir haben noch ein paar Runden Zeit. Naja, das ganze 5 Sekunden, naja, fast 6 Sekunden ist ja schon vor mir. Ach ja, ja, nee. Also Heroes 1 war, ja, war gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war dann eher so, du spielst da eher so ein Capture the Flag-System. Oder übernimmst Stützpunkte und siehst eigentlich deine Gegner relativ fix so. Also das war dann eher wenig atemberaubend. Also man konnte es ziemlich easy spielen, auf jeden Fall. Du hattest Lebensbalken auf jeden Fall. Das machte die Sache dann ein bisschen schwerer. Anführungsstrichen wirklich nur auf bisschen. Na. Medal of Honor Heroes 2 hatte den Bloody Screen drin gehabt. Somit war das Spiel dann deutlich einfacher. Das einzige. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, das letzte Level. Das letzte Level ist nämlich in einer Weise einfach behindert. Du musst verschiedene Tore aufmachen. Und es kommen halt immer mehr Spawns in Gegner, so, die einfach perfekt zielen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Auf jeden Fall können die das. Und ja, du musst die Tore halt alle aufmachen. Und dann musst du halt rausrennen. Und das noch unter Zeitdruck, weil die Anlage in so und so vielen Minuten explodiert. Ja. Sieht spannend aus, nervt aber extrem. Weil die Gegner spawnen einfach immer wieder nach. Das heißt, du musst dann einfach mit Quickshot förmlich die Leute da abballern, weil du dir dann einprägst mittlerweile, weil du es schon so oft verkackt hast. Es ist nämlich immer der letzte Abschnitt so, wenn du rausrennst aus der Anlage. Dann sind keine Ahnung, wie viele tausend dort, die dir ja hervorragend. Na, verdammt. Ja, so. Die dich halt perfekt treffen, so was total nervig ist. Ich hab's nur mit Glück geschafft. Also da saß ich extrem lange dran, das hat mich so sauer gemacht, ey. Und ich hab's dann auch. Also ich hab's dann. Bei dem Kollegen hab ich's geschafft, ja. Genau. Dann hatte ich das endlich durch, war ich super glücklich drüber. Und an dem gleichen Tag, du scheiß roter Dreckswagen. Ah, das hat er nicht gemacht, ey. Das hat er nicht gemacht.
Kannst froh sein, wenn ich dich jetzt nicht gleich komplett zerstöre. Bam. Hat er verdient, Alter? Hat er verdient? Der regte mich schon die ganze Zeit auf. Verdammt, verdammt. Ah, Glück gehabt. Die Kurve ist echt behindert. Trotz ja, trotz Fahrlinie einfach behindert die Stelle. Na, auf jeden Fall, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das mit der Wii-Steuerung dann ist und du mir da von der Heroes 2 sagst, ey. Alter. Oder Vanguard gab es da auch für. Aber es gibt kein Let's Play zu Medal of Honor Vanguard. European Assault, ja? Das wir auch teils auch schon angefangen haben. Ja. Und Leute, da kann ich euch schon mal eine tolle Nachricht sagen. Wir haben das Game wieder. Ich habe mir das jetzt die Tage bestellt. Die PS2-Fassung wieder. Und ja, ich hab's endlich mal wieder. Das war ja damals im Wochenplan gewesen. Letztes Jahr. Genau, und da war das dann einfach kaputt gewesen. So, dann konnte ich einfach. Ich konnte einfach nicht die zweite Kampagne anfangen. So, ging nicht. Das Ding ist immer mit dem Ladebildschirm stehen geblieben. Hat mich super geärgert. Habe ich, glaube ich, nur. Habe ich nur drei Parts gemacht. Ich fand das nämlich cool, dass du Missionen erfüllst und so weiter und Zusatzmissionen machen konntest. So, und die ganze Karte einfach so ablaufen konntest und es gab immer irgendwas zu tun. Das fand ich so geil sofort. Deswegen. Und ich war nie weiter als an der Stelle. So, ne? Deswegen. Nee, auf jeden Fall, da können. Das können wir endlich wieder weiterspielen. Sobald wir bei der PS2-Fassung sind. Und da kommen eine Menge Spiele. Also da werden wir lange, 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 lange sitzen. Deswegen, ich werde das dann vielleicht mal so machen, dass ich dann, keine Ahnung, so drei Spiele circa, drei, vier Spiele aktiv spiele. Dass wir dann zwischen denen immer wechseln, so dass dann auch ein bisschen Abwechslung im Upload-Plan kommt. Weil ich merke einfach, es gibt gewisse Titel, die sind bei euch dann eher so, ne, nicht so interessant. Und dann gibt es halt wieder Titel, die kommen bei euch einfach verdammt gut an. Und ja, das dann einfach so eine Abwechslung ist, weil ich merke, ich kann natürlich einfach hochladen, so, ne? Und ja, aber ich denke mir da einfach so, ne. Also ich meine, ich ziehe es ja trotzdem durch so. Es kommen natürlich jetzt. Ja, wir können ja einfach mal die Namen sagen, so ganz ehrlich, wir haben ja auch noch Zeit, wir haben jetzt gerade erst die Hälfte dieses Rennens geschafft. Dynasty Warriors 2. Es gab einige Parts, die waren sehr erfolgreich bei euch und gegen. Ja, die meisten sind eher so meh. Ne? Und dann gibt es halt Projekte wie Forza hier zum Beispiel. Wird von euch sofort geklickt. Also die meisten Parts haben tatsächlich mehr Klicks als so manches. Manche Dynasty Warriors Videos zusammen. Deswegen Forza ist für mich auf meinem YouTube-Kanal eine verdammt gute Entscheidung. Hier jetzt im Stream eher weniger. Muss ich sagen, also das könnte besser laufen. Also da war definitiv Gran Turismo 2 sogar mehr als erfolgreicher. Genau. Aber es kann ja auch dran liegen, dass ich einfach zu komischen Zeiten streame. Weil ich muss das einfach abhängig von meinem Dienstplan machen soll, ne? Das heißt, ich hatte jetzt sehr, sehr viele Nachtschichten oder generell Spätschichten. Auch nächste Woche habe ich wieder keine Früh. Alter, ich habe so lange schon wieder keine Frühschicht. Ey, das sind schon fast 2 Monate her, dass ich das letzte Mal eine Frühschicht hatte. Aber das sind über 2 Wochen, 2 Monate sogar schon. Ich habe keine Frühschicht. Ich meine, das ist gut, weil ich, also für ein Geldbeutel ist es gut, weil ich krieg mehr Kohle, ne? Aber Frühschicht auch mal haben wäre nicht schlecht, so, ne? Aber übernächste Woche bekomme ich auf jeden Fall eine.
Ja, aber da muss ich sonntags arbeiten, das ist Kacke. Sonntags arbeiten ist ein Abfuck. Also ich mag es überhaupt nicht, am Wochenende zu arbeiten. Und das wird jetzt leider auch die nächsten Wochen auch so sein. Dass ich dann vielleicht einfach unter der Woche streame. Ja, und dann am Wochenende eher weniger, weil ich arbeiten muss. Es ist halt so, ne? Es ist halt so, also für die Leute, die noch zur Schule gehen oder Studenten sind, Leute, genießt eure Zeit. Ohne Witz. Ich dachte, habe auch immer zu den Kollegen gesagt, die mir gesagt haben, du hast es noch gut, genießt es noch, solange es ist. Habe ich auch gesagt, ach, hör auf zu labern, so. Ist es wirklich so? Da verändert sich so viel. Da verändert sich einfach so viel. So, ich muss kurz gleich mal kurz die Pause-Taste drücken, weil wie bei jedem Mal, wenn ich aufnehme, werde ich zugebämmt mit Nachrichten und da muss ich dann halt drauf eingehen, ne? Weil sonst sind die sauer und ja. Nicht, dass die mir dann noch hier anfangen im Stream anzurufen. Boah. Also ich habe mein Handy Gott sei Dank auf lautlos so, ne? Aber trotzdem. Aber das ist wirklich so. Aber das ist nicht nur bei mir so, das ist bei so vielen, die streamen oder so weiter, dass dann irgendwie, ja, dann merken ganz viele, oh, ich kann ja den nochmal schreiben, so, ne? Und du bist hier gerade am Stream, zocken und so weiter und dann, ja, wollen irgendwelche Leute was von dir, ne? Ei, ei, ei. So. So, dann gucken wir mal. Okay. So. Hab mir endlich mal einen Kollegen gefunden, der auch ein gleiches Game zockt wie ich auf dem Handy. Das zocke ich wirklich jeden Tag. Und das ist dann immer ganz interessant so. Ich hab eigentlich voll wenig Leute, die ja so das zocken, was ich zocke auf dem Handy. Und ich muss sagen, ich zocke echt sehr, sehr, sehr viel auf dem Handy. Ja, hauptsächlich die Dailies halt mache ich dann, ne? Und Login-Bonus und so weiter und ne. Also so aktiv spiele ich 1, also wo ich wirklich, wirklich, wirklich jeden Tag und auch eine gewisse Zeit immer drin bin. Ne. Also da ist auf jeden Fall 1, 2,
Ja, drei. Den spiele ich auch täglich. Ach, schon wieder der scheiß Rote. Was willst du von mir? Soll ich dich wieder in der Ecke stampfen? Ja, so drei, vier Games zocke ich wirklich tagtäglich. Und auch aktiv. Ja, der Typ lenkt mich ab, das ist die Scheiße. Joa. Genau. Ja, ansonsten, boah. Das ist das Problem so, dass man hat eher, also ich habe oft die Probleme, dass ich irgendwie so Gesprächsstoff bekomme. Deswegen wäre es immer eigentlich ganz cool, wenn man irgendwelche Leute im Chat hätte, so. Dass man mit denen ein bisschen quasseln könnte, weil dann geht die Zeit einfach unfassbar schnell vorbei. Ja. Das wäre irgendwie. Das ist so eigentlich der Hauptgrund, warum ich streame. Erstens, um halt meinen Twitch-Account mal ein bisschen aktiver zu gestalten. Aber ansonsten. Ja, um halt auch mit Leuten zu interagieren, ne? So, dann fehlen uns noch 6 Runden. Dann haben wir die B-Klasse auch schon mal abgeschlossen. Ich habe schon weiter vorgeguckt so. Also wir müssen Level 50 sein, um alle Events freischalten zu können. Ne? Also wir müssen auf Level 50 sein. Dann haben wir die Berechtigung, alle Events von jeder Kategorie fahren zu können. Ne? Aber gegen Ende kommen einfach so Cups einfach mit so Megawagen, ey. Die man dafür haben muss. Da habe ich ein bisschen Schiss so. Ja, weil ich die noch nicht habe. So, ne? Boah, und ich habe keinen Bock, da irgendwie Millionen dafür auszugeben. Erst zu grinden, bis ich die dann bekomme, so, ne? Das ist so bei mir so die leichte Angst. Aber schauen wir erstmal. Ja, müssen wir sowieso erstmal gucken. Was wir nach diesem Rennen dann erstmal wieder anfangen.
Also wo wir dann wieder weiter durchstarten, so, ne? Dass dann vielleicht in Richtung ein bisschen mehr Tunen gehen. Ja, da auch mal Geld ausgeben, um gewisse Wagen zu kriegen. Na, da kommen wir nicht zum Bremsen. Da habe ich zu spät gebremst. Kommt natürlich wieder der blöde Rote. Und will mich richtig schön wieder nerven. Das Wetter ist heute auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Also Sonnenschein war heute Vormittag, dann hat es geregnet. Jetzt ist wieder Sonnenschein. Also sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdiges Wetter, muss ich sagen.
Also wenn ich die Musik höre, habe ich richtig Bock auf Dynasty Warriors, ey. Also wir werden wahrscheinlich gleich oder halt, wie gesagt, wenn wir so eine Stunde, anderthalb haben in Forza, so für heute, werden wir auf jeden Fall Summer Warriors 2 Empires weiterzocken. Da habe ich irgendwie auch voll Bock drauf. Ich verstehe zwar das System von dem Spiel noch nicht so ganz, aber ich bin da irgendwie neugierig drauf einfach. Ja, deswegen, also ich wollte ja sowieso Summer Warriors mal weiter spielen, so die Reihe, die Serie. Denn, das habe ich da auch schon gesagt, es kommt bald Summer Warriors 5 raus. In knapp 2 Monaten. Deswegen, und da muss ich noch einiges spielen. Bis der Teil kommt. Zwei Monate und 20 Tage mindestens von dem heutigen Standpunkt. Also es soll am 27. Juli rauskommen. Ja, ich bin schon mega heiß auf das Game. Mega. Also mir gefällt das so derbe aktuell. Also, wow. Ich kann kaum warten drauf, so finde ich. Deswegen, also, werde mich riesig drauf freuen. Überhaupt, dass ein 5 Tage Teil rauskommt, so ist einfach Bombe. So, der letzte kam, glaube ich, 2014 raus. Ja, 7 Jahre. Aber man merkt einfach, dass die es das einfach komplett neu gemacht haben. So, ne? Einfach vom Spielstil, also vom Grafikstil auch. Einfach viel, viel geiler sieht das halt aus, finde ich. Deswegen, ich bin da mega gespannt drauf. Kann ich schon mal sagen. Gehört zwar jetzt hier nicht in diesen Part hin, aber ich freue mich mega auf dieses Game. Also ganz ehrlich, richtig derbe. Also es gibt ja teilweise schon so in Japan und so weiter Demos. Ich weiß nicht, ob wir hier in Deutschland welche bekommen. Ich hoffe. Würde ich so gerne mal spielen. Die werde ich dann auch hier hochladen, sofern das erlaubt ist. Also mir ist es ja egal, wo. Es kommt, ich habe die Auswahl zwischen PS4, der Switch und falls es für die neue Xbox rauskommt, kann ich das ja jederzeit spielen. So, das wäre ja nicht das Problem. Ich würde es gerne spielen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich freue mich da riesig auf das Game drauf. Boah, unser Auto ist komplett abgeranzt, ey. Aber Rennen geschafft und das ist die Hauptsache. Und wir kriegen den Mercedes D2. Boah, der sieht geil aus. Da leite ich mal kurz das Mikro aus. Wollte jetzt nicht unbedingt, dass ihr mit anhört, wie ich mir gerade die Nase putze. Nicht gut. Wollte ich jetzt ungern euch antun. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir 10 von 10. Hier fehlen uns noch 3 Sachen. Ja, Schwergewichte. Ja gut, und hier haben wir die Corvette, den Corvette-Spaß. Deswegen, das können wir vergessen. Was sind denn unsere. Ah nein, was sind unsere Gegner? Aha. Also der V12 Vanquish, den kriegen wir ja dann. Mercedes CL65, gucken wir mal, wie viel der kostet. Autos kaufen. Ne, das ist ja Deutschland.
Da ist Mercedes. Ja, genau, den haben wir ja gerade freigeschaltet. Aber wen meint der denn? Der darf ja nicht schwerer als 1700 noch was sein. Müsste dann wahrscheinlich der hier sein, ne? Ich guck gerade noch mal. Vorsichtshalber gucken. Weil ich habe keinen Bock. Da habe ich doch alles. Weil ich habe keinen Bock, 1750. Okay, Gegner. Mercedes CL65. Okay. CL65. Dann gucken wir mal nach dem CL65. Ist der, aber der 2155. Warte mal. Ja, blau sieht cool aus. Ja. Darin einsteigen wollen wir auch sofort. Also meine Maus ist richtig im Arsch aktuell, ey. Ach, es geht auch noch im Karrieremodus raus. Werkstatt. Nein, Lackiererei wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht, darf ich S4 überhaupt? Jetzt kommt's, wir dürfen da gar nicht dran teilnehmen. Achso, die müssen über. Ach, Bro. Ich muss auch mal ordentlich lesen. So, drei Runden fahren wir. Okay, der beschleunigt schon mal derbe. Ja gut, das ist auch S. Rating, ne?
Gut, das war relativ einfach. Aber wir haben ja noch einige zu machen. Aber wenigstens einen dann weniger. Und das ist so die Sache, auf die ich genau achte. Ja, sorry, das muss ich gerade wegmachen hier. So. Mich habe ich schon die ganze Zeit gestört. So, weiter geht's. Ja, ich glaube, Kurven wird schwer mit ihm.
Also der ist schwer zu kontrollieren, ja. Aber ich meine, man muss trotzdem sagen, wir sind den Gegnern haushoch überlegen. So war das Wort. Richtig ausgesprochen, haushoch überlegen. So, damit haben wir das auch fertig. Na gut, schade, dass wir nur so wenig bekommen, aber anders geht's nicht. Klar, ich könnte die Ideallinie könnte ich auch wegmachen und so weiter, aber ich glaube, dann hätte ich hier, würde ich hier noch mehr Fehler machen. Ey, Maple Valley. Uff. So viele Kurven. So viele Kurven, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für uns. Ja gut, nur 2 Runden, Gott sei Dank, aber trotzdem. Zu viele Kurven. Beziehungsweise wir fahren einfach in zu vielen Kurven. Wenig geradeaus strecken. Deswegen, das könnte für den Wagen hier ein bisschen härter werden. Ja, was ich auch mega Bock hätte, wäre Mario Kart übrigens. Jetzt nicht unbedingt Multiplayer bzw. online. Online wollte ich schon sagen. Ey. Online, sondern einfach mal so ein paar Runden zocken. So, da hätte ich auch voll Bock drauf. Wird ja ganz gerne gespielt. So, ich meine, Mario Kart ist schlechtweg einfach das beste Multiplayer Race Game. Muss man einfach zu sagen. Das macht einfach mega Bock. Habe ich auch schon mit einigen Kollegen so gezockt. Ist ja halt genauso wie Smash Bros. Wobei ich bin tatsächlich kein großer Fan von Smash Bros. Ich habe die Teile zwar, also ich habe den N64 Teil, ich habe den ich habe GameCube, ich habe Melee, also Melee ist das ja. Ich habe Brawl. Brawl war tatsächlich so Lieblingsteil für mich. Von den Smash-Reihen aktuell. Dann habe ich den, der für ein 3DS und Wii U rausgekommen ist. Ja, den neuen habe ich halt. Den neuen habe ich noch nicht. Ultimate habe ich noch nicht. Ultimate habe ich tatsächlich nur mit Kollegen mal gezockt. So. War cool. Auf jeden Fall. Ich habe da auch Freunde, die das sehr, sehr viel zocken. Und dann auch ständig gefragt haben, yo, wer zockt wer online? Gut, gab nur nicht wirklich jemanden, der das hatte. Ich weiß nicht, es hat mich nie gereizt, muss ich sagen, Ultimate zu holen. Also es gibt für die Switch einfach sehr, sehr interessante Games. Ah, scheiß gebremst. Das Problem ist, die sind so teuer. Das gefällt mir nicht so wirklich. Die sind teuer.
Also, und die gehen halt sehr wenig in Rabatte. Also der Preis geht selten mal runter. Was ein bisschen schade ist. Oder es hängt einfach an den Spielen, die ich haben möchte, dass die einfach nicht runtergehen. Kann auch sein. Kann auch der Grund sein. Ja, na ja gut, ist halt so, ne? Es gibt halt Spiele, die halt einfach interessanter sind als andere. Ja, cool, aber wir haben ein Ausdauerrennen schon mal fertig. Jetzt diesen Cup höchstwahrscheinlich auch gleich beendet. Auch wenn die letzten, die Kurven da hinten scheiße sind. Ja. Ja, muss man einfach sagen. Muss nicht sein. Schauen wir mal, ob wir den V12 Aston Martin überhaupt brauchen. Oder halt gebrauchen können. Aber gut, dann haben wir dann wenigstens schon mal 18 von 20 Cups hier fertig. Dann können wir uns auf andere Sachen noch konzentrieren. Mist, da bin ich jetzt raus. Dann siehst du gar nicht richtig, ey, dass der so nah hinter einem ist. Ja, der Wagen ist einfach für die Strecke nicht geeignet. Muss man einfach so sagen. Nicht geeignet. Nicht für so merkwürdige Kurven.
So, fertig. War noch ein bisschen spannend am Ende. Aston Martin V12 Vanish. Okay. Ja, cool, vielleicht kann man ihn für irgendwas gebrauchen. Wer weiß? Ja, gut, an die traue ich mich nicht. Wie gesagt, der Linkfelder ist einfach. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach ein Scheißfahrzeug. So. Okay, hier haben wir S-Klasse. Kann man ja probieren, ob der S, der Mercedes, den wir jetzt gerade haben, dafür benutzbar ist. Ja, das war mit den fetten Wagen da alle. Carrera GT, Ferrari. Ja. Und wir mit einem billigen Mercedes. Komm gar nicht hinterher, alles klar, gut, das hat sich dann erledigt. Das hat sich dann erledigt. Ich meine, das heißt nichts, aber. Nee, nee, Leute, nee, nee. Da brauchen wir nicht drüber reden. Na gut, den Rest können wir nicht machen. Dann haben wir hier den Mazda Miata. Unmodifizierte. Alles klar. Dann müssen wir leider diesen Mazda Miata kaufen. Und dürfen ihn noch nicht mal tunen. Toyota, Nissan, Mazda. Mazda Miata. Okay. Kostet nur 21.000. Der letzte. Okay, den dürfen wir nicht tunen. Dann zählt, wer der Beste ist. Scuba. Hatte ich mir schon fast gedacht. Hatte ich mir schon fast gedacht. Was? 7 Runden, Alter. Der will mich doch auf den Arm nehmen. Der will mich doch verarschen. Wieso denn so viele Runden? Wieso denn so viele Runden? Und 3 hätten komplett ausgereicht. Aber naja, gucken wir mal. Ja, mein Bauch macht wieder merkwürdige Geräusche.
Es ist halt blöd, dass die überhaupt nicht bremsen müssen und einfach so fahren können, wie sie wollen. Das ist das Blöde. So, letzte Runde. Okay, ich mach kurz.